Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Ich bin Flex, schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, Lieben, zuerst mal tut mir leid, dass es gestern keine Folge Scum gab. Ich hatte ganz normal eine Folge aufgenommen, ganz normal hochgeladen und wie ich dachte auch ganz normalen Veröffentlichungszeitpunkt eingestellt. Bin da beim Datum aber einen Tag weitergerutscht. Ja, und so kam das Video natürlich nicht raus, wenn es auf dem falschen Tag zum Veröffentlichen steht und gemerkt habe ich es erst so spät abends. Da wollte ich das Video dann nicht mehr rausbringen. Da habe ich dann überlegt, es ist besser, wenn wir einfach Donnerstag zwei Scum-Folgen haben, sodass das hier heute dann schon unsere zweite Folge ist. Ich habe die andere dann so eingestellt, dass die ja, 10 Uhr vormittags rauskommt, einfach am Donnerstag, dass wir dann ja zwei Folgen Scam heute haben. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ich habe es erst so spät abends gemerkt, weil ich gucken wollte, ob denn schon Kommentare von euch reingekommen sind und mich da halt sehr gewundert habe, dass kein einziger Kommentar da war. Hatte schon sehr Sorge, dachte, na, ist unser Ausflug durch die Geschäfte so schlecht angekommen und dass wir wohl so schöne Sachen gefunden haben mit unserem Gaskocher und auch schon mal das Feuerwerk geholt haben. Aber nee, daran lag es nicht. Kann kein Kommentar reinkommen, wenn das Video nicht öffentlich ist. Ja, wie gesagt, dann wollte ich es nicht mehr rausbringen. Ich habe gesagt, machen wir Donnerstag zwei Folgen. Haben wir heute also die doppelte Dosis Scum. Ja, Lieben, was habe ich heute geplant? Heute wollen wir noch ein bisschen mutiger sein. Ich möchte versuchen, uns bis zu dem großen Supermarkt durchzukämpfen. Ist natürlich sehr riskant, aber wir werden wieder wie immer sehr leise und vorsichtig und Walking Dead-mäßig versuchen vorzugehen, nicht so viel durch die Geschäfte gucken, nicht so viel Krach machen, diesmal auf dem Weg mehr nur wirklich versuchen, erstmal Richtung Supermarkt uns durchzukämpfen und da uns dann umschauen. Vor allem, weil ich auch gar nicht so genau weiß, wo der Supermarkt von hier aus ist. Irgendwie Richtung Westen müssen wir grob. Aber genau weiß ich es nicht. Wir werden einfach gucken, dass wir hier aus dem Tor auf jeden Fall rausgehen. Zum Glück ist ja nicht ganz so schwer zu sehen, wenn man erstmal einigermaßen in der Nähe ist. Und was wir auf jeden Fall auch machen, ist uns Munition extra nochmal mitnehmen. Und zwar einfach jetzt die einfachen Holzpfeile. Die einfachen Holzpfeile werden wir mitnehmen. Und zwar hier mal, was habe ich da noch in der Tasche? Ah, noch ein Feuerwerk. Habe ich noch gar nicht weggeräumt. Komm mal ins Auto, Feuerwerk. So, 15, 15, 20 nehmen wir erstmal mit. Dass wir die erstmal zuerst verschießen, dass wir die Zombies ruhig auf die Entfernung ausschalten können und dann nicht unbedingt hingehen müssen, die Pfeile wiederholen. Dass wir dann wirklich da nicht unnötig Risiko, ne? Dass wir schön versuchen, das alles auf Distanz wegzuräumen. Also wir müssen so vorsichtig sein bei solchen Stadttouren. Wir können so schnell umzingelt werden, aber genauso soll es sein. Ich finde das perfekt. Genauso muss das einfach, so kommt das Walking Dead Feeling auf, wenn man schön leise sein muss. So waren wir in unserer einfachen Holzpfeile hier. Nehmen wir das Messer raus und auf jeden Fall damit herstellen. Zack. Jetzt machen die alle einzeln, ne? So, sehr schön. Die packen wir erstmal in den Köcher. Wie gesagt, nimmt er die, glaube ich, zuerst. Ich glaube, er nimmt immer die, die man im Köcher hat, zuerst raus. Wir haben ein Achievement freigeschaltet für irgendwas hergestellt ist. Wahrscheinlich ist erstmal Holzpfeile hergestellt. Die haben wir ja vorher, wir haben gleich angefangen mit guten Pfeilen. Die einfachen Pfeile haben wir nie hergestellt. So. Dauert ein Momentchen, aber Vorbereitung ist wichtig. Trinken am besten gleich nochmal was. Wir sind ein bisschen durstig. Und dann gehen wir los. So. Die erstmal einstapeln hier. Zack, 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 zack. So, 20 Stück erstmal. Geht, dann kommen die hier erstmal wieder hier in unsere Hüfttasche und dann nehmen wir die Holzpfeile in den Köcher und dann nimmt er die, meine ich, zuerst. So, okay, das haben wir. Wir nehmen auch das Katana mit, damit wir auf jeden Fall die beste Nahkampfwaffe dabei haben für so eine große Tour. Und wir trinken nochmal schnell einen Schluck an unserem Brunnen. Hunger haben wir auch ein bisschen. Erstmal trinken wir hier was. Wasser haben wir ja auch gefunden, zwei Flaschen letzte Folge noch. Und auch den unendlichen Brunnen vorne am großen Marktplatz. Der ist ja super. Aber hier haben wir auch ein bisschen was. So, ein bisschen stärken. Und dann vorsichtig rausschleichen. Letzte Folge war ja gar nicht so viel los. Wie auf der ersten kleineren Runde um Block. Letzte Folge waren gar nicht so eine großen Zombie-Horde. Aber wir haben auch nicht so viel Krach gemacht. Gerade das Autowracks durchsuchen macht richtig Lärm. So, einmal raus vor die Tür. Tür zu. Und bevor wir natürlich aus der Stadt rausfahren, machen wir am Ende noch unser Feuerwerk. Das ist ganz klar. So, ich meine, wir müssen hier runter erstmal. Irgendwie, und dann denke ich, ich meine, es war hier irgendwo in dem Bereich, dass schon der Supermarkt ist. Aber vielleicht war es auch hier unten. Wir gucken. Wir gucken. Wie gesagt, so schwer ist er nicht zu sehen, wenn man erstmal auf eine gewisse Entfernung ran ist. Es ist ein großes Gebäude.
Schön auffällig. Erstmal halten wir mal die Augen offen. Ich höre auch gar nichts. Schön ruhig und friedlich. Immer noch keine Zombies grölen im Hintergrund. Oh doch, da hört man die ersten. Da sehe ich auch den ersten schon schlurfen. Bist du alleine? Dann komm rüber. Na komm. Hopp. Hat er nicht gehört? Hopp. Das hast du gehört. Das hast du gehört. Sei du warst, seid ihr doch jetzt schon. Hört ihr doch alles. Hopp. So, da hinten schlurft noch einer rum. Den lassen wir aber erstmal. Wir können ein bisschen Metallschrott brauchen, ne? Wir haben nicht mehr so viel. Oh. Ja, kaum ein Autowrack. Schon hat uns einer gehört. Schon haben zwei Flitzer. Das geht noch. Oh, noch einer. Oh, das geht auch noch. Und zwei Schlurfis. Komm her, Flitzi. So. Komm mit, ihr zwei. Die sind so langsam, die können wir weglaufen sogar eigentlich. Hopp. Eine Runde hier rum um Haufen. Um Sperrmüllhaufen. Hopp, vorsichtig. Oh, einmal daneben. Hopp. Das ist wieder der mit den Zombies tanzt hier. Oh, wei. Ah. Ah, den haben wir. Jetzt du. Naja, es bleibt auch nichts übrig. Wir müssen halt mit den Zombies tanzen. Der Wolf ist tot. Das wissen wir. Er ist auf unserem Grill geendet. Deswegen bleibt nur noch der mit den Zombies tanzt. Der Wolf ist tot. So, da sieht man mal. Einmal Krach machen. Autowracks durchsuchen. Aber egal, wir brauchen noch ein bisschen Metall. Wir haben kein mehr. Ein bisschen was wollen wir auch hier im Lager noch haben. So. Okay, dafür haben wir die hier vorne jetzt schon mal weg. Ist doch auch gut. Ja, wenn die so ein bisschen mit Abstand kommen, geht's ja noch. Und weil es auch zwei Flitzer waren, jetzt, die man schnell mit zwei Schlägen weghaben kann. Ansonsten waren es eigentlich schon einer zu viel. Ne? Vier Zombies heißt eigentlich, eigentlich ab vier Zombies heißt es laufen. Aber wir sind ja auch ein bisschen gelaufen. So, wieso wir gehen? Da ist noch einer. Der ist aber auch jetzt hier alleine. Wir gehen erstmal die Straße hier runter und gucken am Ende, ob wir den Supermarkt sehen können. Vielleicht können wir auch auf irgendein Gebäude irgendwo rauf. Uns mal einen kleinen Überblick verschaffen. Ich habe auch schon bei unserer Basis versucht, so ein bisschen auszulunzen. Aber da konnte man nichts sehen. Von unserer Dachterrasse aus und auch von den Dächern aus habe ich versucht, so ein bisschen zu gucken, ob ich irgendwo das große schwarze Gebäude sehen kann, den großen schwarzen Klotz. Aber konnte ich nicht. Aber ich meine, das muss irgendwo hier. Wir sind, glaube ich, schon ganz richtig hier. So, langsam werden noch ein paar mehr Zombies aktiv. Ja, komm. Schön leise. Angeflitzt. Eins. Zwei. Oh. Oh ja, ich würde sagen, wir müssen langsam mal Pfeil und Bogen. Ja, das sind die ganz einfachen, würde ich sagen. Gucken, wie viel Schaden die so machen. Wenn wir hier so einen am Kopf erwischen, dann reicht auch. Wenn das jetzt ein Holzpfeil war, vielleicht hat er ja doch die anderen wieder genommen. Zup. Und. Die sind alle irgendwie so ein kleines Stück an ihm vorbeigesegelt und da in der Bushaltestelle hängen geblieben. Aber gut, ist gerade ein Airdrop runtergekommen, habe ich auch gelesen. Ihr Lieben, ich habe es nicht überlesen. Wir gucken gleich mal kurz. Wenn der jetzt hier irgendwo. Ja, waren die einfachen Holzpfeile sehr schön, so ist es geplant. Oh, da kommt eine Horde gewackelt. Wenn der jetzt hier nicht allzu weit weg runterkommt, dann holen wir den. Kurz gucken. Hier, Schlossknackmaterial ist dabei. Wir haben einen großen Schraubendreher dabei. Und Dietrich haben wir auch dabei. So, irgendwie hat er auch nicht mal einen Pfeil jetzt im Kopf stecken, obwohl wir ihn ja abgeschossen haben. Ja, komm, gelaufen. Zack. Guck mal, mit dem ganz einfachen Holzpfeil, der hat sich wahrscheinlich irgendwo vorher schon wehgetan. Wahrscheinlich ist er irgendwo vom Haus gesprungen hier. Vorher schon. So. Oh. Flitzebacke. Haben wir auch. Schlurfen noch zwei.
So, komm du noch kurz hier rein, guck mal auf die Karte. Also nochmal so ein Airdrop jetzt, wie, würde sich auch nochmal wieder lohnen. Vielleicht gucken wir hier auch nochmal ein paar von den kleinen Geschäften im Vorbeigehen. Der Straße hier waren wir letztes Mal auf jeden Fall nicht unterwegs. Oh, der Nix hat uns gehört. Die hören uns sowieso gleich alle da. So, können wir uns erstmal alle wegmachen? Kurz auf die Karte geguckt. Oh ne, liegt ganz weit weg. Okay, die können wir leider nicht holen. Der ist ganz am anderen. Ich habe gesagt, wenn er nah genug dran ist. Der ist nicht nah genug dran. So, kommst du da rumgelaufen oder bist du im Haus wach geworden? Wir suchen erstmal weiter, holen erstmal auch unsere einfachen Holzpfeile wieder. Solange wir die Zombies nah vor der Nase haben, nehmen wir auf jeden Fall alles natürlich mit. Nur für den Fall, dass wir mal ein paar auf die Distanz ausschalten müssen und da nicht rankommen. Da kommt einer rum, tatsächlich. Wie die uns, guck mal, wie voll die Straße da hinten langsam wird. Und wie die uns hören. Das ist so gut. Ihr habt auch schon den einen Kommentar, kam auch neulich wieder rein. Wo schon mal so schönes Walking Dead Feeling, wirklich. Außer, dass die Zombies natürlich dann nicht so langsam sind, dass sie dann anfangen zu sprinten. Da wird es dann eher so ein bisschen 28 Days Later mit den schnellen Zombies. Oder wie auch hier bei Dawn of the Dead, da liegt doch einer drin. So. Oh. So, wo kommen schon wieder die nächsten rum? Oh, hab ich mich erschrocken. Oh, der ist über uns im Haus. Grunzt da vor sich hin. So, gibt's denn hier noch was? Nee. Alles leer geplündert. Was liegt da noch rum? Schloss. Na gut. Ja, der will da oben raus. Ich schätze, er schafft sich auf dem Balkon. Au! Jups, wo kommst du denn her? Autsch, nimm dies. Ah, direkt vor der Nase. Wo bist du denn auf einmal hergekommen? Nimm das. Autsch. Guck mal nach oben, was steht da hier unten? Der ist wahrscheinlich irgendwo aus der Wand rausgeglitscht, keine Ahnung. Kann passieren. Extra gefährlich. So, räumen wir erstmal die Straße hier runter. Ein paar von denen weg. Alles klar. Erstmal wieder Third Person für den Überblick. Ja, fangen wir schon wieder an, die Zombies zu stapeln hier. Wie gesagt, jetzt, weil jetzt auch bald unsere Abreise aus der Stadt ansteht, muss jetzt mal eine ganz große Tour sein, einfach. Kommt der nächste um die Ecke. Guckt schon mal vorsichtig. Ja, hast schon mal vorsichtig gelunzt, ne? Erstmal gucken, ob wir hier sind. Hopp. Guck mal, wie gut das aber geht, die einfachen Holzpfeile mit dem, mit dem Bogen. Wie gut wir auch, wahrscheinlich, weil wir auch schon einigermaßen Bogenschießenfähigkeit haben. Weil wir auch den guten Bogen haben. Man hört es hier überall. Gucken, ob da welche in der Gasse rumschleichen. Ich denke, wir müssen ein bisschen weiter uns darüber orientieren gleich. So, komm mal her, die kriegen wir doch so noch mit. Geht doch ganz gut. Geht doch ganz gut. Oh, was haben wir da? Irgendwas haben wir da noch im Regal. Dose Bier oder Spaghetti? Tomatensauce vielleicht? Oder noch mal ein paar gute Dosen Ravioli? Hier auf jeden Fall noch mal eine Dose Bier. Und eine Karamellbrause noch mal. Oh, guck mal, hier gibt's doch was. Okay, noch mal jede Menge Bierdose an, noch mal Getränke laden. Da kommt jetzt hier auch noch mal ein Weinchen mit hier. Wo haben wir auch schon, ne? Zum Gänsebraten oder zum Enten... zum Entenbraten, sag ich schon. Zum Gänsebraten. Passt das gut? Enten gibt es ja hier gar nicht. Aber Karpfen gibt es noch. Ist ja auch traditionelles Weihnachtsessen bei vielen. Na? Vielleicht gehen wir mal an das... Oh wei. Ich hab da schon die aus der Seitengasse geflitzt. Ständig die Augen offen und Ohren offen halten hier.
gehen wir doch mal, versuchen doch mal in so einem Gebäude hier irgendwie und versuchen mal von oben zu gucken. Weil wir müssten schon aufs Dach kommen, um wirklich was sehen zu können. Von dem Balkon kann man jetzt auch nicht so viel sehen. Die ganze Zeit Sorge, dass uns hier von hinten was in den Rücken springt. So. Was haben wir hier noch für einen Laden? Mal gucken. Sind das viele? Leise, wir müssen immer leise sein. Zink. Zack. Kann man überhaupt rein? Das ist ein Modegeschäft, ne? Modni. Dukan, da drin sind auch so Kleiderbügel. Ich würde schon mal sagen, das ist irgendwie Klamottengeschäft. Da vorne ist auch nochmal Market. Einer von den ganz kleinen, die in den Häusern unten drin sind. Ich glaube, hier vorne müssen wir weiter ein bisschen links rüber. Hoffe ich einfach mal. Ja, ist Klamottengeschäft. Fliegt auch noch einiges rum. Da gehen wir jetzt nicht rein. Guck erstmal vorsichtig, wer hier noch in der Gasse steht. Ja, oh, vorbei. Nimm dies. Und dies. Elender Zombie. Das Gebäude wäre ganz gut da vorne, um rauf zu kraxeln, mal ein bisschen zu gucken, ob wir schon in der Nähe sind. Der nächste, und der hat uns auch gesehen. Ja, wirklich das Gefühl, die sehen einen besser mittlerweile und die hören einen auch besser. Also gerade hören ist extrem. Habt ihr auch geschrieben, ein Auto durchsucht, einmal ein bisschen Krach gemacht irgendwo und aus allen Ecken kommen sie gestürmt. Komm. Einen ins Ohr. Den Pfeil auf jeden Fall gehört. So. Nächste, nächste. Wir bluten immer noch ganz schön. Was haben wir denn für eine Verletzung? Wir haben eine C2-Verletzung. Ja, wir verbluten die ganze Zeit. Oh Mann, wir sind. Ich denke, jetzt sehe ich es erst. Es hört überhaupt nicht auf zu bluten. Und Lebensenergie nur noch bei 62%. Ah! Nicht drauf geachtet, davon ausgegangen, dass wir immer nur einfache Kratzer abbekommen haben. Aber nee, nichts da. Autsch! Vorsicht jetzt. 60% Lebensenergie ja nur noch. Und Hunger. Wir brauchen was zu essen. Nicht drauf geachtet. So schnell kann es gehen. Ja, komm rum. Ich hoffe, du bist alleine. Ja, bist du. Komm her. So. Auf jeden Fall nicht mehr treffen lassen jetzt. Und wissen wir erstmal, da drin liegt noch einer rum. Da drin liegen noch zwei rum. Okay. Flitzer hat uns gehört. Komm raus. Komm schnell raus. Sehr gut. Einen haben wir raus da. Sehr schön, komm du auch rum. Supermarkt, kleiner Markt, erstmal leer. So. Ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg hier. Da hinten liegt sogar, da liegt noch einer da hinten. Das ist das nur eine Jacke. Aber da liegt noch einer. Ganz schön was. Oh, wieder auf die Wand gehauen. Ganz schön was los hier. So, gucken wir einmal durch. Was zu essen? Ah, die ist gerade knapp noch okay. Die essen wir. Die geht noch. Die geht noch. Bisschen matschig, paar weiche Stellen, aber sonst schon etwas leicht wässrig. Aber insgesamt, Gesamteindruck ist noch gut. Gib das her. Nee, Bolzen brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Schleichen. Okay. Irgendwo. Es fliegt da unten im Regal rum. Die Rasierklinge, da haben wir reingeguckt. Haben wir nicht reingeguckt. Metallschrott. Komm mit.
Wir werden mal gucken, ob wir da vorne. Da kann man aufs Dach rauf, ne? Da oben ist so eine Treppe. So ein Rot. Wir werden gucken, da aufs Dach rauf zu klettern mal. Vielleicht können wir von da was sehen. Oh, ist da was los? Ist hier wieder was los? Komm her. Komm, Flitzi, Flitzi. Vielleicht kann man auch gleich so sehen. Könnte irgendwo da drüben in der Ecke schon stehen. Oh, nein. Nicht treffen lassen jetzt mehr. Ja, der hat aber langsam einen Start hingelegt. Der musste sich erstmal entscheiden, ob er loslaufen will. Vom vielen Rumstehen der Fuß eingeschlafen. Kam erstmal langsam nur in Tritt. Guck mal hier, das ist eine gebaute Barrikade. Aber nicht von uns. Aber die sieht so aus wie eine, also so ähnlich wie die, die wir bauen halt. Schon eine auf Wellblech aufgerüstet. Guck mal, hier hat schon eine angefangen, aber das ist, ne, das ist nicht von uns gebaut. Aber das sind, so sieht ungefähr doch auch aus, wenn wir das auf Wellblech aufrüsten. Nur ein bisschen zerfallen hier schon. Das Haus hat sich einer versucht, ein bisschen zu sichern. Die Überlebenden. Sie haben es nicht geschafft. Deswegen sind sie jetzt nicht mehr die Überlebenden. Hier kommen wir nicht rauf. Die Türen sind alle zu. Schade. Das wäre ein gutes Haus gewesen. Für einen kleinen Überblick. Aber vorsichtig. Ich glaube, hier schlurfen auch noch welche hinten rum. Da vorne zumindest noch einer. Die Stadt hat einfach so viel Atmosphäre. Und ich guck mal, wie gut das wirklich die ganze Zeit läuft. Und wie wenig irgendwo. Oh, ich glaube, uns haben zwei gehört. Da sind auch noch. Da sind auch noch welche. Hier sind überall schon wieder welche um uns rum. Kommt man hier? Oh, hier kommt man mal nach oben. Oh. Jetzt haben wir auf jeden Fall welche gehört. Hier kommt man mal nach oben. Nimm das. Wir gehen mal rein. Vorsichtig. Gucken, ob die hier eingesperrt sind. Scheint so. Sonst wären sie schon hier unten. Gucken, ob wir hier ganz aufs Dach kommen. Hier ist aber offen. Da schläft noch einer. Gar nicht gut. Das ist so gar nicht gut. Wo sind wir denn hergekommen? Von hier, ne? Schön wieder raus auf die Straße, wo wir hergekommen sind. Zurück, 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 zurück. Oh, 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 oh. Oh. Rüber da. Hopp. Rum hier. Hopp. Häuschen. Kurz gucken, ob wir sie abgeschüttelt haben. Weil da haben wir gleich noch aus der Seite auch noch welche angelockt jetzt gerade. Beim Laufen. Aber man kann den ganz gut weglaufen. Also mittlerweile können wir den ganz gut weglaufen. Nur den Flitzer nehmen. Das sind die einzigen, denen wir nicht weglaufen können. Den anderen beiden können wir weglaufen. Und gerade wenn man so ein bisschen links, rechts zwischen den Häusern durchflitzt, noch über drei Zäune springt oder sowas, dann kann man die auch ganz gut wieder loswerden. Wieder außer Flitzer. Und wenn da viele dabei sind, hat man verloren. Wenn da 5, 6 Flitzer dabei sind, dann die wird man nicht los. Da rettet einen nur ein Fenster dann. So, müssen wir mal gucken, wie wir da wieder ein Stück näher rankommen. Weil hier hinten waren jetzt auch schon wieder welche unterwegs. Und ich glaube, wir sind hier nicht ganz richtig. Ich glaube, das war nicht ganz die richtige Richtung. Wir müssten hier eher ein Stück zurück jetzt.
Wir sind ja von der Seite rauskommen, von der Straße, die hier diagonal verläuft. Wir müssen jetzt hier, glaube ich, zurück am Kanal eher hoch. Ich bin nicht ganz sicher. Wir versuchen jetzt nochmal auf das Gebäude raufzukommen. Wo wir jetzt gerade eben schön rausgejagt worden sind. Das war jetzt aber schon richtig gefährlich. Richtig, richtig gefährlich. Wir könnten eigentlich nebenbei versuchen. Obwohl, nein, die Steine brauchen wir jetzt nicht. Die lassen wir. Die brauchen wir schon, aber nehmen wir jetzt nicht mit so. Brauchen wir schon, aber will ich jetzt nicht mitnehmen. So, mal gucken. Ein paar müssten doch hier oben noch rumstehen, die uns ein Stück hinterhergelaufen sind. Da drüben stehen auf jeden Fall schon mal zwei wieder. Da vorne auch noch einer. Drei schon da drüben jetzt wieder. Lassen wir erstmal. Wir versuchen wieder hier rüber zu schleichen erstmal. Lassen wir die. Versuchen leise wieder hier rüber zum Haus zu kommen. Das da war es, das zweite. Dürften ja jetzt nicht mehr so viel drin sein. So. Hopp. Oh doch, doch, ich höre noch was. Oh. Einer hat schon im Treppenhaus die Jagd aufgegeben. Oh nein. Ah, nein, nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gleich gucken. C1, C1, okay. Nicht gut, dass ich da vorbeigehauen habe. Das ist gefährlich, Leute. Das ist sehr gefährlich. Weil die sind nicht alle eingesperrt. Genau, da ist schon einer raus ins Treppenhaus. Ja, komm, komm rum. Du bist schon auf dem richtigen Weg, du allein. Komm hier. Ja. Nein, hier runter musst. Zombies und Treppen. Das sind zwei, die da jetzt rumlungern, ne? Komm schon, du Flitzer, du schaffst es doch. Die laufen immer nach oben, da laufen die vor uns weg. Die laufen immer, wenn wir eine Treppe hochkommen, geht es auch eine Treppe hoch. Ah, jetzt weiß er, wo er hin muss. Komm her. Wie gut. Die sind eben gerade kurz vor uns weggelaufen. Sah ein bisschen so aus. Wir kommen eine Treppe höher. Die beiden Zombies gehen auch eine Treppe höher. Komm her, Flitzer weg. Du noch. Ah, Ausdauer wird langsam. Der Ausdauer geht noch. Alles gut, alles gut. Oh, ganz Treppenhaus liegt voll. Da sind immer noch welche unterwegs. Da unten ist noch einer. Auf der Etage. Wie kommst du denn da hin? Der muss irgendwie durch den Boden geglitscht sein. Die Türen können wir doch gar nicht aufmachen auf der Etage. Der ist da irgendwie durchgefahren. Mal sehen, vielleicht schafft er es wieder noch nach oben zu hüpfen zu uns. Okay. Hier machen wir kurz mal. Aber nicht mit dem Schwert. Nimm das Messerchen. Machen wir einmal kurz Lumpen hier. Wir haben ja schon ein bisschen, was er braucht. Nehmen wir eben wieder zwei neue mit. Reicht. Schwert wieder raus. Ah, ich wollte hier gar nicht durchgucken. Großartig, ne? Aber naja, wenn wir schon mal hier sind. Das ist eigentlich auch schon eher so minimal, minimal abgelaufen. Aber wir nehmen die jetzt trotzdem mal. Wir sind sehr hungrig. Oh, wei. Wow. Da liegen hier sogar noch zwei heimlich im Bad und machen Nickerchen. Sagen keinen Ton die ganze Zeit, bis man rein stolpert. Na, da liegt doch hier auch noch einer rum. War klar.
Gift auf die Einrichtung einprügeln. Wow. Richtig gefährlich. Ja, komm, da kommst du auch mit so einem Stück Metallschrott. Die Jacke lassen wir hier. Wir werden erstmal. Wir versuchen erstmal jetzt nach oben zu kommen aufs Dach. Für den Überblick. Die nächste volle Wohnung. Oder? Oder? Da liegt auf jeden Fall einer. Zum Glück nur ein Flitzer. Oh, sehr gut. Das ist gutes Verbandmaterial. Sehr schön. Liegt auch einer drin, natürlich. Ach, alles voll hier. Oh, uns hat einer gehört. Hier. Schnell. Oh, nee, schnell raus hier. Oh wei. Oh wei, oh wei. Oh, nimm die Beine in die Hand. Oh, die draußen sind auch schon wieder welche unterwegs. Und da drüben auch. Lauf. Laufen. Hier auch. Oh Gott. Jetzt müssen wir weiterlaufen, jetzt können wir nicht stehen bleiben. Und anhalten und kämpfen, jetzt müssen wir weiterlaufen. Hier haben wir ein Fenster, deswegen bleiben wir hier jetzt kurz stehen. Das erste Fenster im Vorbeilaufen, was ich gesehen habe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war jetzt schon richtig. Nochmal richtig, richtig. Noch richtiger gefährlich. Okay, hier hätten wir gar nicht reinspringen können. Erstmal irgendwo, wo wir eine Tür hinter uns zumachen können. Erstmal gucken. Da liegt doch auch einer drin, oder? Nee. Kurz gucken, ob hier oben offen ist oder ob hier zu ist. Hier ist offen, ne? Natürlich ist hier offen. Irgendwo, wo wir eine Tür dauerhaft bei ihm hinter uns zumachen können. Hier. Wow. Guck mal, wie schick das sieht so fast. Das ist ja fast noch frisch gebohnert. Was ist denn das für eine Wohnung hier? Nehmen wir. Nehmen wir. Guck mal hier. Schick. Und das erste Mal, dass ich irgendwo einen moderneren Fernseher stehen sehe. Jetzt hätte ich gesagt, Scum, die Scum-Welt hier, wir sind hier in den 90ern unterwegs. Von den Radios, die man so findet und den Fernsehern, die irgendwo rumstehen. Die Fernseher sind eher sogar noch teilweise 60er, würde ich sagen. Oder naja, sagen wir mal 70er. So, die hier teilweise rumstehen. Und dann so, was man sonst so findet, eine Discman. Aber nee, wir finden ja auch Smartphones. Wir finden ja auch schon Smartphones. Die gab es da noch nicht. Schicke Wohnung. So, ich wollte eigentlich kurz mal irgendwie... Hier, wo ist denn die Küche? Jetzt haben wir da schon... Da habe ich aber eben schon reingeguckt, ne? Gab ja nicht wirklich viel hier. Herd, das. Wir müssen irgendwie mal was essen. Komm, wir essen jetzt nochmal was hiervon. Egal, die sind, wie gesagt, die sind ein bisschen... Wir müssen gucken, dass, dass uns nicht ganz so übel wird. Da, Übelkeit. Mehr nicht. Das geht. Dafür geht der Hunger runter. Das ist Überleben. Das ist Survival hier. Das macht nichts. Das muss, ne? Den Hunger treibt es erstmal weg. Der Hunger treibt es auch rein. So, Tür zu. Das ist aber eine andere Wohnung jetzt hier noch. Das war auch hier nicht verbunden, oder? Doch, okay, alles klar. Das ist verbunden. Dann wieder raus hier. Ja, irgendwie sind wir noch nicht ganz so super weit gekommen Richtung dem Supermarkt. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir auf dem richtigen Weg direkt sind.
weiche da mal richtig besser aus. Muss man jetzt schon. Oh, was ist das denn hier eigentlich für ein Geschäft? Aus müssen wir uns ein paar Mal jetzt schon zurückziehen. Schade, eins, wo wir gar nicht rein können. Musste jetzt schon ein paar Mal flüchten von da, wo ich eigentlich hin wollte. Hier ist auch wieder alles voll jetzt. Ich glaube, wir schaffen es gar nicht bis dahin. Jedenfalls nicht in einer Folge. Müssen wir noch eine Folge machen. Wo wir dann diesmal dann mitten in der Stadt irgendwo anhalten. Und dann von da aus nächstes Mal weiterziehen. Und versuchen, den Supermarkt zu finden. So, komm erstmal her, ihr Schwurf. Ein paar von euch möchte jetzt wieder auf die sichere Distanz weg. Wir haben nicht so viel Lebensenergie. Weiß nicht, ob hier noch welche rumschleichen im Unterholz. Gibt uns die Pfeile auch nicht so wieder. Wir müssen uns gleich mal einen Moment erholen, auf jeden Fall. Wir müssen eine Kleinigkeit noch essen und einen Moment uns erholen. So, wir ein bisschen Lebensenergie kriegen. Hopp. Was? Der piept. Oh, wei. Haben uns gesehen. Ab. Zack. Schritte hinter uns wieder gehört hier. Der nächste angesprintet. Ist eine Todeszone hier. Gefahrenzone der Extraklasse. Die große Stadt. So, wir wollen immer noch versuchen, hier weiterzukommen. Und vielleicht irgendwann nochmal aufs Haus rauf. Vielleicht gehen wir aber auch einfach jetzt weiter und gucken mal hinten. Vielleicht können wir es irgendwie. Da ist was los. Die haben uns nicht gehört. Die schreien nur so. Okay, die nächsten Holzpfeile wieder raus hier. Von denen hier. Oh, hier abholen. Alles mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen. Ist er das da? Ist da hinten was hinter den Bäumen noch ein Gebäude? Ganz da hinten ist täuscht, ne? Da ist. Na, hast du uns gehört? Da hinten im Hausgang schlurft da einer rum. Oh, wir sind ja schon wieder. Oh, guck mal, auf einmal geht's doch. 86% Lebensenergie schon wieder. So viel dazu. Wir erholen uns schon hier. Oh, da hat es einer gehört. Wir holen schon einfach so nebenbei hier. Versuch mal, wie es noch ans Ende der Straße zu kommen. Oh. Ja, ja. Dann komm. Flitzi, Flitzi, hab dich nicht gesehen. Heißt gar kein Flitzi. So. Okay, dann gucken wir mal, ob. Wie ist es da vorne? Jetzt einfach noch ein Stück weiter hier runter gucken können. Und da runter. Oh, so sind wir doch richtig. Hier ist der. Kleine Supermarkt, ne? Ist er das hier vorne nicht? Doch, das ist er. Moment, von dem kleinen Supermarkt ist es. Ist es nicht so weit zu dem großen? Der war irgendwo diagonal gegenüber. Man konnte ihn auf jeden Fall sehen. Wenn ich kletter mal da auf den Kran rauf. Okay, haben wir den auf jeden Fall gefunden. Das ist auch gut. Mal hier vorsichtig rein. Doch, wir sind aber doch in halbwegs richtigen Richtung unterwegs hier.
Auch Richtung dem Großen. Gucken wir erstmal den Kleinen durch. Nochmal ein Radio. Lass auch erstmal stehen. Gucken, wie viele hier wach werden, wenn wir die Kisten durchsuchen. Was gleich nebenan schon schreien hören. Nudeln! Die werden wir diesmal mal kochen. Den letzten Mal haben wir die Aro geknuspert. Schön. Einfach so weggeknuspert. Ging auch. War halt ein Snack, ne? Schmeckt nach nix. Knuspert sich sehr hart, aber das ist auch der Überlebenskampf. Aber diesmal werden wir mal gucken, dass wir die mal zubereiten. Wir können ja da irgendwie was lernen. Wir haben ja die Rezepte. So. Was gibt's denn hier Schönes noch in den Regalen? Gar nichts mehr. Kleine Supermarkt ist ausgeplündert. Da fliegt irgendwas rum. Nochmal so ein paar. Und die sind sogar noch haltbar. Super. Nochmal so ein kleiner Fleischsnack. Nehmen wir immer gern. Und nix. Und ohne Gewürzmischung. Die nehmen wir auch mit. Die ist gut. Kann man einfach so futtern. Zur Not. Die ist schon hin, die Karamellbrause. Ah, wir sind nicht allzu weit weg, wir finden das. Wir müssen jetzt aber hier langsam zum Ende dieser Folge kommen. Ich würde sagen, dann schließen wir uns hier im Supermarkt ein, im Kleinen, mit dem Kran nebenan. Und dann können wir in der nächsten Folge hier mal raufklettern auf den Kran und von da aus einen Blick noch werfen auf den großen Supermarkt. Dann machen wir hier jetzt zwei Folgen aus der Tour, weil wir einfach länger brauchen, den zu finden. Und ja, da machen wir noch eine Tour länger, anstatt bevor wir dann langsam uns aber wieder auf den Weg auch machen. Danach dann Richtung Schneebiom, wo ich unterwegs auch noch ein paar Zwischenstopps auf jeden Fall einlegen möchte. Ja, wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese, ja, jetzt größte aller Stadttouren gefallen hat, würde ich mich doch riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr in Zukunft gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo, da würde ich mich am allermeisten freuen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wie immer, ihr Lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.